Herzlich willkommen zurück. Vernebelten Dschungel von Black Rock. Wir sind Christopher Raven. Gerade auf einem Selbsterfahrungstrip. Tja, wir sind hier auf dieser Insel gelandet. Hatten vielleicht gemutmaßt, dass es hier eventuellerweise sowas wie einen Piratenschatz gibt. Aber irgendwie sieht es an sich nur so aus, als wenn es hier Zitronengras. Ich finde wieder alles. Zweimal Zitronengras. Was brauchen wir denn für den Berserkerstrang? Zitronen? Nee, Quatsch, hier. Da, Kohlpalme und spirituose Kohlpalmen. Wir haben doch irgendwie Kohlpalme. Das ist Inga. Aha, Inga, Zitronengras, Maracuja, Kokosnuss, Agave, Areola. Eine Kohlpalme bisher erst. Ich könnte auch schwören, dass ich das mehrfach gelesen habe. Wir haben hier noch ein bisschen Halsketten, Aztekenschatz und das ganze Kleingelumbe. Eine Flasche. Erst eine Kohlpalme. Spirituose, lohnt sich kaum. Und was ist das Kleine? Ach, der Mittel. Eine Kohlpalme. Eine Areola, ist das wenigstens hier irgendwie. Doch, da haben wir drei. Agaven, da haben wir auch drei. Eine Kohlpalme und zwei Spirituosen. Kohlpalmen bräuchte man noch. Ja, wir stehen hier immer noch dumm rum und überlegen, ob wir da wirklich hier weitermachen sollen. Der Verstand sagt, nee. Reicht, wir haben Level ab, lass uns verschwinden. Aber ich versuch's noch mal ein paar Minuten. Sollten wir auf die Fresse kriegen, ziehen wir uns von hier aus zurück. Keine Ahnung, da oben ist alles rot. Hier leckt mich doch fett. Hier gibt's doch nichts, gell? Diese traurigen Hütten. Ich habe gedacht, ich stoße hier mal auf so einen vernünftigen Piratenschatz. Aber dem ist nicht so. Für den Arsch ist das alles. Hallo? Ah, die da drüben sind das, die Feind. Da oben steht er. So, kann man hier hoch? Nein, ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ach, guck dir das an. Oh, da oben steht noch einer. Oh. Kann ich nochmal irgendwie enden hier? Nein, es geht nicht. Das war's. Laden. Ach Quatsch, warte mal. Nein, ich hatte doch hier schnell speichern. Da, 10.03. Boah, ey, Leute. Ich muss früher weg. Egal wie, ich muss früher weg. So, und diese scheiß Bogenschützen sind das, was mich hier trifft. So. Oh. Hier ist wieder so ein Dicker oder was? Ja, klar. Ja. Game over. Das sieht echt schlecht aus alleine. Das sieht echt schlecht aus alleine.
Lohnt sich das jetzt hier wirklich, so einen Spagat zu machen? Nein, jetzt ist gut. Mal sehen, ob ich hier nochmal herkomme. Zumindest weiß ich ja, was auf der Insel jetzt hier los ist. Wir werden uns da wieder ein bisschen durchkämpfen müssen, aber das ist gerade egal. Vielleicht doch mit etwas nochmal im Level höher, mit ein bisschen besseren Pistolen, noch einer dritten Pistole. Haben wir vielleicht Chancen dann hier noch. Aber momentan denke ich, werden die uns da oben noch ein paar Mal einäschern. Und das ist der zeitliche Aufwand hier. Dem, was ich kriege, da für ein bisschen Gelump an Früchten und sowas einfach nicht wert. Wir haben uns wenigstens mal umgeschaut. Hier können wir doch runterhüpfen. Ja. Haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut, wissen jetzt, dass es diese ganze Insel voll mit den Eingeborenen ist. Aber was kann sein, dass natürlich, wenn man sie wirklich alle umgenietet hat, dass man dann vielleicht irgendwie einen schönen kleinen Schatz noch findet, aber ich bin mir da nicht so wirklich so sicher, ob das so stimmt. Verkloppen wir erstmal das Zeug, was wir jetzt haben. Und dann sehen wir mal zu, dass wir uns Richtung Hauptquest weiter bewegen. An Bord gehen. So, wir sind da. Das geht schon los. Der Proviant reicht schon kaum. Boah. Proviant 4,28. Das ist selbst hier drüben noch ein bisschen besser. 4,80. Ist einer, das ist wurscht egal, wir machen jetzt hier die Richtung 480, ja. Ja, und jetzt? Wir haben keinen Proviantwert, da müssen wir irgendwas überfallen. Ja, Leute, ich kann es mir ja nicht herbeizaubern. Die Kuh hungert, ja. Segel setzen, sofort! Ah, okay, da ist zumindest... Feuer! So. Ihr seid die Höllencrew. Ihr seid die Höllencrew. Kuh. Sie wird uns verletzen. Oh, was ist denn jetzt? Wir sind gesunken. Nein, ich wollte plündern. Verdammte Galeone. Ich weiß, die Männer hungern. Die werden saustinkig auf mich sein. Ich kann es nicht ändern, Leute. Ich hab, dass der gleich nach zwei Schüssen da Grund und Boden ist. Hab ich noch gar nicht gehabt. Zwei Männer auf der Galeone. Ach, ja, gut. Wir sind besser geworden, aber das war jetzt nicht gedacht. Martinique. So, Freunde, ich kaufe jetzt was zu essen. Und ihr gebt Ruhe. Ich weiß, ihr seid nicht gut drauf, aber es hilft ja nichts. Ich muss erst mal mein Zeug verkloppen. Tschüss. Jetzt geht's wieder besser. Und dann werden wir auch mal sehen, ob wir etwas zu essen bekommen. Viele Franzosen hier. Na, Martinique, nicht verwunderlich. So, hier waren wir da schon. Händler gab. Hier, warst du nicht so einer? Nix. Du redest nichts mit uns? Schlecht. Das war der Segelmacher hier, gell? Ich wollte aber eigentlich erst verkaufen. Wieso verkauft er von mich? Hier. Ihr seht aus wie ein Mann, der genau weiß, was er will. Ja, zu fressen. Meine Mannschaft hungert.
Naja, jedenfalls, schaut euch nur um. Oder hast du nur irgendwie... Aha, wir haben ja nichts. Doch, Kakao. Kakao. Dann verkloppen wir erstmal den Kakao. Transaktion bestätigen. So. Ich brauche aber hier irgend so einen Billighändler. Das war der Segelmacher. Da müssen wir auf alle Fälle hin. Braucht Proviant, sonst reißt mir die Mannschaft die Birne ab. Wir müssen ja noch ganz hoch wieder. So. Ihr wollt sicher das Schiff repariert haben. Geht's raus zum Fischen? Ich hab eine Fregatte. Fährt man damit zum Fischen, bist du noch ganz... Seid unbesorgt. Ich kriege jeden Kahn wieder flott. Was jagt ihr denn so? Dir gleich eine Kugel durch den Kopf. Hai mit zwei Beinen. Ach, Christopher, erzähl nicht so viel. Wartung. Oh, war gar nichts kaputt. So. Proviant 0. Das ist nicht schön. 0. Gelle. So. Müssen wir erstmal. So, 1000 Proviant. Ich glaube, das reicht erstmal. Kanonenkugeln. Brauche das nochmal hier. Kettenmunition. Nehme ich nochmal. 100. 100. So. Alles klar. Vielleicht haben wir jetzt Glück und können endlich so ein blödes Schiff nochmal entern. Danke dir. Bevor jetzt hier meine Schreihälse jammern. So, hatte ich. Ich hab den hier. Gibt's denn hier keinen normalen Händler? Händler? Was ist das? Schiffsbau, bla und blub. Und was bist du? Ich war doch der Meinung, denn der Händler, mit dem konnte man da, wo wir da im Laden drin standen, konnte man handeln, aber anscheinend nicht, oder? Was machst du? Vorführung. sorry. Wollte ich ja gar nicht. So. Noch einmal. Da. Nachtdienst ist angesagt. Schwupp, da ist er doch. Das war doch mal. 20 Jahre alt ist, naja, klein, wie man da auch Mist. So, jetzt haben wir wenigstens für die Bande wieder was zu fressen. Auf diesem traurigen Markt konnte man nichts verkaufen, konnte man nichts. Und der da handelt nicht, ist tatsächlich ein Nichthändler. So, und was war das hier jetzt hier? Was war das denn jetzt hier? Du warst nicht. Kneipe? Tja, okay. Dann müssen wir uns scheibchenweise etwas vorarbeiten. War das jetzt richtig, jo, oder? Martinique, hier sieht es immer so dunkel und düster und Regen tut es ausnahmsweise nicht, aber irgendwie nicht schön. Aber wenigstens mal wieder Futter. Futter, Butter bei die Fische, Futter bei die Mannschaft. Auf geht's. Wir müssen weiter. Es hilft alles nichts. Wir müssen jetzt hier Santorins Insel. Kommen wir eigentlich dahin gleich direkt? Ja, kommen wir. Oh, da kommen wir sogar hin. Dann würde ich mal sagen, wir fahren jetzt mal Richtung Hauptquest, mitten durch die große See. Aloha! Rollt sie aus, verdammt! Alles, was wir haben. Hallo! Zwei Fregatten, oh, Arsch. Seid ihr Männer oder Memmen? Genau, das sehe ich auch so. Feuer! Heute kriegt die See uns nicht, die Schweine!
Was wird die uns zerreißen? Du bist doch noch ganz sauber, also die wird uns nicht zerreißen. So. Oh, irgendwer hat gerade auf dein Massenfeld. Nicht schön! Was ist denn da hinten? Wo ist denn eigentlich die andere? Die ist da von hinten. Oh, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Unsere Segel sehen nicht gut aus. Okay, er dreht bei. Sein Ziel nicht nach unten. Ah! Er wird es rammen. Feuer! Oh, sieht nicht gut aus. Ich mach ja schon. Lass die Hölle erzittern. Kriegt euch wieder ein. Ja, kriegt euch wieder ein, eben. So, jetzt haben wir ja doch gleich die Breitseite. Den müssten wir doch jetzt so langsam aber sicher hier mal zu Brei schießen. So, der ist weg. Der da hinten ist irgendwie ohne Segel. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ist ein bisschen auf gut Glück geballert momentan, weil ich nicht sehe Sonne. Lass aus allen Rohren feuern. Lad mal schneller, ihr Pfeifen. So. Sie schlägt ein. Ja, sie schlägt ein. So. Scheibengeister. So. Das müsste da voll gesessen haben. Versucht das nicht nochmal. Mein Schiff. Wir waren doch noch dabei. Ja. So schön. Nächster Versuch. Kentikenshafen. Nein, schon wieder. Ist die Segel. Jetzt schnell, ihr verdammten Deckraben. Deckung, Jungs. Denkt an das Gold. So. Jetzt machen wir mal hier umschalten auf irgendwas. Das war's. Segel sind weg. Jetzt können wir nochmal auf 3 gehen. So, jetzt drehen wir bei. Den holen wir uns, den Schoner. So. Wieso kann ich hier jetzt nicht entern? Hallo? Ja. Er hat doch schon keine Segel mehr. Hallo, wo drehst du denn hin? Ja, ich reiß euch wirklich die Eier gleich ab. Was ist denn das hier für eine verdammte Rumkariolerei? Der Typ hat keine Segel mehr und wir machen uns hier in die Hosen oder was? So.
Okay, das war jetzt ein bisschen. Und jetzt rechts! So. Jetzt hat er auch keine Mannschaft mehr. Ei, ist das eine Quälerei für einen kleinen Schoner. Wir müssen nicht langsamer werden, wir müssen dieses Schiff ändern. Schneller, ihr verdammten Deckraten! Ja, das sehe ich jetzt auch so. So. Komm, der hat doch nichts mehr. Keine Leute, kein nix. An Bord gehen. Ja, natürlich. Will ich ihn entern. Hurra, hurra! Und wenn es nur ein bisschen Proviant ist. So, was haben wir denn? Kanonenkugeln? Kettenmunition? So, was hat er denn? Ebenholz? Ebenholz, das ist doch schön. Ebenholz ist schön, das bringt nämlich Geld. Rum! Oh, Seide! Der hat Seide. Tonnenweise Seide. Das ist klasse. Gewürze, die bringen mehr Kohle. So. Ah, shit. So. Das muss ich leider da lassen. Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Vielleicht soll ich ein paar Kanonenkugeln rausmachen. Geht da noch was hier so mit... Nee, nicht viel. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ja, ich brauche unbedingt mehr Laderaum, ein größeres Schiff. Aber egal, wir haben zumindest mal etwas. Crew. Können wir von der Crew noch irgendwas abgreifen? Von der Crew? Crew? Nee, Crew mag nicht. Bestätigen! Wir fackeln das Ding ab! So! Genau, ist die Segel! Wir müssen weiterkommen. Wo sind wir? Da sind wir. Nee, Quatsch. Da sind wir. Wir müssen dahin. Nein, jetzt brauche ich jetzt. Bin unterwegs! Zwei Schoner. Ja, die bringen uns nichts, die Schoner, weil wir können. Ja, wir können definitiv. Wir können definitiv. So, macht ihr euch jetzt weg? Da drüben sieht's ganz gut aus. Da ist schon fast alles an Segeln zerballert. Der Weib macht echt noch hier. Der macht echt noch Speckes. So, ich will aber an sich weiter. Ich kann hier nichts aufnehmen. Das Problem ist, wir sind voll von oben hin mit unserer Ladung. Und daher... Noch ein schöner Abschiedsgruß und dann ist gut hier. Komm, seh zu, dass du wegkommst hier. Ich muss da oben hin. Vor allem, wenn wir jetzt dieses blöde Schiff da treffen. Von Kensington. Dürfen wir uns nicht verballert haben. Gnade uns Gott! Haltet die Stellung, verdammt! Nein, wir können doch nicht auf die Karte. Ah, es sind schon wieder 24 Minuten. Ich werd verrückt. So. Jetzt sind wir hier. Aber jetzt sind wir doch im Hafen. Angeblich ist ja das Schiff auf der Karte eingezeichnet, aber... Jetzt sind wir in St. John. Haben aber noch nicht das Schiff, was uns Avery zugesagt hat. Okay, aber es ist egal, wir müssen an dieser Stelle eh einen Cut machen.
Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit auf dem Kanal seid. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao! Eng! Bang! Naja, da müssen wir schon mal merken, gegen zwei Fregatten schauen wir halt doch noch ziemlich alt aus. Dafür mit den Schonern, das war schön und den einen konnten wir auch plündern. Leider fehlt uns der Frachtraum. Wir müssen unbedingt mal zusehen, dass wir zumindest an die Galeone irgendwie drankommen. Dann haben wir schon einiges mehr an Frachtraum. Aber ein paar Plünderattacken werden wir wohl noch fahren müssen. Aber mal sehen jetzt erst, wie es mit Quest weitergeht. Denn was für ein Schiff auf der Karte eingezeichnet? Ich habe kein Schiff auf der Karte eingezeichnet. Jetzt sind wir zwar an dem anderen Hafen, aber da liegt auch kein Schiff. Müssen mal sehen, wie wir die Quest dort weiterkriegen. Ob wir dort vielleicht irgendwelche Informationen bekommen. Ich weiß es nicht, aber das klären wir dann erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Würde mich freuen, euch dort wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.